Schmerz, die Erschöpfung, die Wut sind das Resultat der Toxizität meiner eigenen Geschichte. AngryAlan.com. Ich schaue viele Stunden lang. Ich schaue und staune. Ich bin der Mann, der in einem Käfig gelebt hat, ohne es zu wissen. Ich fühle mich wie ein Versager. Bis heute Morgen wusste ich nicht mal, dass ich das fühle. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, jemand spricht zu mir in einer Sprache, die ich verstehe. Gut, mutig, klug. Komm mal! Gut, mutig, klug. Gut, mutig, klug. Gut, mutig, klug. Klug, mutig, ja! Hier zu sein ist, als ob die Käfigtür sich endlich öffnet. Das ist hier die verdammte Freiheit, ja. 70% aller Selbstmorde werden von Männern verübt, weil es uns Männern nicht erlaubt ist, über unsere Gefühle zu sprechen. Wie viel mehr willst du das nach durchstehen, Roger? Ich hab die Schnauze voll von der ganzen Scheiße, weißt du das?